Ich hatte euch ja schon mal vorgewarnt, dass ich in der Urlaubswoche, die wir an der Ostsee verbracht haben, dass ich da meistens mit vielen Mängelexemplaren wiederkomme. Und das war dieses Jahr auch so, obwohl es nicht ganz so, ja, wenn man das zusammenrechnet, war es schon extrem, aber es war schon mal schlimmer. Ich hatte das ein Jahr mal, dass ich, also die haben da halt ein Kaufhaus und da gibt es dann immer 5 Bücher für 14,99. Und die haben da 3, 4 Mängelexemplar Tische oben und unten. Und in dem ersten Jahr, wo ich das entdeckt hatte, bin ich wirklich mit 40 Büchern nach Hause gekommen. Von daher ist es jetzt schon weniger geworden, weil die Tische auch weniger geworden sind. Ich bin jetzt mit 14 Taschenbüchern nach Hause gekommen und 2 Hardcovern. Und davon mache ich jetzt ein extra Video, weil meine Neuzugänge im Juli werden explodieren sonst. Und deswegen ist das jetzt der erste Teil der Neuzugänge für Juli, aber nur die Mängelexemplare aus dem Urlaub. So, und dann fange ich auch gleich mal an. Und zwar mit Ein letzter Tanz von Judith Lennox ist im Piper Verlag für ursprünglich 9,99 € erschienen. Und oh Gott. Ich sehe gerade, wie viele Bücher die schon rausgebracht hat. Das ist ja der Wahnsinn. Guck mal hier. Hilfe, Hilfe. Das wusste ich gar nicht. Ist ein historischer Roman. Hier steht dazu: Zwei ungleiche Schwestern und ein schicksalhafter Tanz. Anlässlich ihres 75. Geburtstags lädt Esme ihre Familie in das leerstehende Herrenhaus Rosendell, das malerisch an der englischen Küste liegt. Sie erinnert sich zurück an eine glamouröse Zeit mit rauschenden Festen, aber auch an eine unglückliche Liebe, die hier vor vielen Jahren ihren Lauf nahm. Hört sich nämlich sehr interessant an und ich wollte unbedingt mal was von Judith Lennox lesen. Dann ein Buch, wovon ich schon so viel gehört habe und als ich jetzt gesehen habe, dass ich das so günstig kriegen kann, habe ich mich wahnsinnig gefreut, das mitnehmen zu können. Und zwar von Tracy Rees, Die Reise der Amy Snow, ist im List Verlag erschienen für ursprünglich 14,99 €. Da müsst ihr aus, meine Freundinnen aus meiner Büchergruppe, müsst ihr mir da mal eben helfen. Einer von euch hatte von der Autorin auch mal ein Buch so toll gefunden. War das das oder war das noch ein anderes von der Autorin? Ich finde hier jetzt nämlich so nichts. Ja, auf jeden Fall geht es hier um Amy Snow. Als ihre beste Freundin Aurelia stirbt, bricht für Amy eine Welt zusammen. Wie soll es nun weitergehen für sie als mittellose Frau im Jahr 1848? Doch Aurelia hat vorgesorgt. Am Tag der Beerdigung erhält Amy Snow einen Brief von ihrer Freundin. Aurelia schickt sie auf eine Reise quer durch England und zu all den Menschen, die ihr etwas bedeutet haben. Unterwegs erfährt Amy, welches schwere Geheimnis Aurelia ihr all die Jahre verschweigen musste, obwohl ihre Freundschaft darunter litt. Aber nun vertraut sich ihre Freundin ihr ein letztes Mal an. Es ist eine Reise zu Amy selbst und dem, was sie vom Leben will. Ich finde, das hört sich wirklich sehr gut an. Amy Snow wurde nämlich als Baby ausgesetzt, steht hier, und die 10-jährige Aurelia nahm sie damals mit ins Herrenhaus Hetville-Kurt und wurde dort halt immer von den Eltern von Aurelia und von den Bediensteten gemieden. Und ja, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Dann habe ich einen Thriller mitgenommen, der sehr dünn ist. Also den werde ich mal irgendwann lesen, wenn es letzter Tag im Monat ist und ich sonst nichts Neues mehr anfangen kann. Und zwar von Minette Wolters. Der Keller ist ein Psychothriller aus dem Goldmann Verlag mit nur 220 Seiten. Und hier geht es um Muna, die in einem Kellerloch lebt. Sie ist eine machtlose Sklavin und ihr Racheplan kennt kein Erbarmen. Ja, hat das schon mal jemand von euch gelesen? Würde mich wirklich sehr interessieren. Dann habe ich ein... Ach, meine Haare heute. Dann habe ich ein Buch von Sarah Gio gefunden und ich habe von der Autorin vor Jahren schon mal ein ganz tolles Buch gelesen. Steht hier jetzt aber nicht bei. Oder doch? Ah, doch.
an einem Tag mit dir war das, glaube ich. Das fand ich richtig gut. Das muss ich mir auch noch mal wieder besorgen. Das hatte ich nämlich nur ausgeliehen damals. Und das hier ist jetzt Zimtsommer, ist im Diana Verlag erschienen für ursprünglich 9,99 € und dies ist wohl ein Liebesroman. Ada kennt das große Glück, doch an einem einzigen Tag verliert sie ihre Familie und damit alles, wofür sie gelebt hat. Von Trauer überwältigt will Ada nur noch weg und mietet Hals über Kopf ein Hausboot in Seattle. Dort mitten auf dem See wartet eine alte Geschichte von großen Träumen und tragischer Liebe auf sie und eine Begegnung, die ihr den Glauben an das Leben wieder schenkt. Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann habe ich noch ein Buch von Rebecca Martin mitgenommen. Man merkt, es ist etwas historisch lastig, was ich letztes Jahr niemals mitgenommen hätte. Aber ich habe ja so ein bisschen auch die historischen Familiengeheimnisse für mich entdeckt. Ja, und das ist jetzt das Goldene Haus von Rebecca Martin. Das Ganze spielt Frankfurt 1901. Da geht es um eine Kaufhausdynastie, begründet auf Schuld und Verrat. Und ja, das haben bestimmt auch schon viele gelesen. Da könnt ihr mir bestimmt ein bisschen was zu sagen, weil ich habe das schon ganz oft irgendwo gesehen und habe es aber nie mitgenommen. Dann habe ich ein Buch mitgenommen, wo jetzt gerade, glaube ich, der zweite Teil dieser Krimireihe erschienen ist. Und ich bin da vorher immer so dran vorbeigelaufen. Das hörte sich für mich nicht interessant an. Aber ich habe mir jetzt mal den Klappentext durchgelesen und hatte es dann auch erst nicht mitgenommen. Und als ich dann das nächste Mal in einem Kaufhaus war, habe ich es dann doch mitgenommen. Und zwar von Galat Rei und Reiter, Glaube, Liebe, Tod. Woran kann man glauben in einer Welt voller Verbrechen? Ein Polizist steht auf der Duisburger Rheinbrücke und will sich in die Tiefe stürzen. Dem Seelsorger Martin Bauer gelingt es im letzten Moment, ihn vom Selbstmord abzuhalten. Doch wenige Stunden später ist der Polizist tot, nach einem Sturz vom Deck eines Parkhauses. Ein klarer Fall von Suizid gegen den Beamten wurde wegen Korruption ermittelt. Bauer weiß nicht, was er glauben soll. Und er sieht die Verzweiflung in der Familie des Toten. Auf der Suche nach der Wahrheit setzt er alles aufs Spiel. Und ich finde, das hört sich wahnsinnig interessant an. Und hier ist dann sogar noch eine kleine Leseprobe von dem gerade erschienenen Buch, das im Mai erschienen ist bei Ullstein, von dem zweiten Teil. Hörte sich für mich dann irgendwann doch interessant an. Dann habe ich noch ein Buch von Nicolas Borot mitgenommen. Und zwar Paris ist immer eine gute Idee. Ich habe damals von dem Autoren Das Lächeln der Frauen gehört. Das war mein allererstes Hörbuch. Und hatte mir wirklich gut gefallen. Es ist sehr warmherzig geschrieben. Und ja, hier bin ich mal gespannt. Hier geht es um Rosalie. Sie ist Besitzerin eines kleinen Postkartenladens. Und als der berühmte Kinderbuchautor Max Marquet ausgerechnet sie bittet, sein neues Buch Der blaue Tiger zu illustrieren, kann Rosalie ihr Glück kaum fassen. Kurze Zeit später stürmt ein aufgebrachter junger Literaturprofessor aus New York in die Papeterie, der sie beschimpft, die Geschichte gestohlen zu haben. Empört weist Rosalie diesen unglaublichen Vorwurf zurück. Doch dann beginnt sie zu ahnen, dass die Kindergeschichte ein Geheimnis birgt. Das ist auch recht groß geschrieben und hat die Geschichte an sich. Da kommt nämlich, glaube ich, noch eine Leseprobe hinter. Moment. Genau. 365 Seiten. Oh, ich kann gar nicht mehr sprechen. Ich habe jetzt schon drei Videos gemacht. Ah, eins ist kein Mängelexemplar. Das habe ich mir bei Tauschticket ertauscht. Das hat sich hier jetzt zwischengemogelt. Und zwar von Kate Saunders, Das Geheimnis von Wishtide Manor, Letizia Rotts erster Fall. Das hörte sich auch interessant an. Das ist so ein historischer Kriminalroman. Sie ist die Frau für heimliche Ermittlungen. Sie sieht, was anderen verborgen bleibt. Man vertraut ihr, denn sie gehört dazu. 1851 bittet Sir James Calderstone sie auf seinen Landsitz.
Sein Sohn will eine junge Frau heiraten, der Sir James misstraut. Letizia soll dunkle Flecken in Helens Vergangenheit aufspüren. Doch da wird Helen ermordet und ihr Verlobter Charles gilt als der Täter. Die Suche nach dem wahren Mörder bringt eine vergessene Tragödie ans Licht und Letizia selbst in größte Gefahr. Ich fand das Cover auch so toll. Und ja, ist im Fischer Verlag erschienen für 10,99 Euro. Ich denke mal, dass es noch nicht so alt ist. Ja, ist aus diesem Jahr. Muss ich mir erstmal Platz machen hier. Dann habe ich mir mitgenommen von Christina Olsen Himmelsschlüssel. Ist ja ein Thriller, ist aber wohl eine Reihe, also so eine abgeschlossene Krimi-Reihe halt oder Thriller-Reihe. Und ja, hier geht es um eine Erpressung und ein vollbesetztes Flugzeug gleitet durch die Wolken. Noch ahnt niemand, dass an Bord eine Uhr tickt. Der Flieger darf sein Ziel nicht erreichen und sollte er doch in New York landen, werden hunderte Menschen sterben. Ja, bin mal gespannt auf diesen Thriller. Es wird ja mal ein bisschen Zeit für Thriller wieder. Eigentlich nehme ich bei Mängelexemplaren jetzt nur noch Bücher mit, die eh auf meiner Wunschliste stehen. Also ich fange keine alten Reihen jetzt noch neu an. Das habe ich zumindest schon mal geschafft zu verinnerlichen. Deswegen sind auch einige Bücher liegen geblieben. Und ich nehme halt auch nur Bücher mit, die mir was sagen. Ich habe hier eine Ausnahme gemacht, weil es sich einfach so rührend angehört hat. Und zwar von Ryan Winfield, Jane's Melody, Kein Tag ohne dich. Hier geht es um die 40-jährige Jane, ihre Tochter Melody, zu der sie seit Monaten keinen Kontakt mehr hatte, ist überraschend gestorben. Als sie einen jungen Mann am Grab ihrer Tochter beobachtet, versucht Jane von ihm mehr über Melodys jüngere Vergangenheit zu erfahren. Caleb ist Musiker ohne feste Bleibe und als Jane ihm kurzerhand anbietet, in ihrem Haus zu wohnen, nimmt er ihren Vorschlag an. Vor der malerischen Kulisse der einsamen Pazifikküste lernen die beiden sich näher kennen und Jane spürt, dass aus ihrer anfänglichen Sympathie für den jungen Lebenskünstler langsam mehr wird. Doch ist sie bereit, einen Neuanfang zu wagen? Ja, mich interessiert einfach, was die Mutter von ihrer Tochter nicht wusste, bevor die Tochter gestorben ist. Und das finde ich einfach interessant an dieser Geschichte. So, ich muss mal ganz kurz Pause machen. So, die Pause war mir wirklich sehr gut gelungen, wie ich gerade merke. Erst fällt mir das komplette Teil aus der Hand und jetzt sehe ich nicht, dass es schon wieder weitergeht. Ich hatte auch gar nicht gesehen, dass Luna sich da hinten versteckt auf dem Kissen. Habe ich auch jetzt erst wieder beim Reinkommen gesehen. So, jetzt geht's weiter und zwar mit einem absoluten Wunschbuch von mir, wo ich mich dann natürlich sehr gefreut habe, weil ich es schon lange haben wollte. Es ist von mir schon gelesen, aber ich sammle die Reihe halt. Und jetzt konnte ich es halt günstig für 3 Euro bekommen. Und zwar von Jamie Shaw, Rock My Body. Das müsste der erste Teil der Reihe sein. Und ursprünglich 12,99 Euro im Lavalier Verlag. Und freue mich halt sehr, dass ich das jetzt günstig bekommen konnte. Das ist ja eine Rockster-Reihe, die in aller Munde war. Und ich lese jetzt demnächst den 4. abschließenden Teil. Dies ist der 1. Teil. Den 3. Teil habe ich auch schon als Buch. Und der 2. und 4. Teil fehlt mir noch. Und ja, ich bin jetzt wahnsinnig glücklich, dass ich das jetzt so günstig bekommen habe. Dann noch ein Buch, was ich mir auch schon mal notiert hatte auf meiner Wunschliste. Habe jetzt aber gesehen, dass es der 2. Teil der Reihe ist. Der erste ist Maggie und West und na, ich habe jetzt schon den 2., das ist ja auch nicht schlecht, dass ich den aktuelleren jetzt schon günstig habe. Und zwar von Abby Glines Under the Lights, Gunnar und Villa, ist im Piper Verlag erschienen für 8,99 €. Und hier geht es um Villa,
die in der Vergangenheit Schlimmes erlebt hat und sie beschließt, nie wieder jemand zu nahe an sich ranzulassen. Doch dann lernt sie Footballstar Gunnar kennen. Er ist es, der ihr Herz zum Rasen bringt und ein wohliges Kribbeln in ihr auslöst. Denn Gunnar sieht nicht nur atemberaubend gut aus, sondern versteht sie auch auf eine Art und Weise, wie es sonst niemand kann. Und damit bringt er Villa gehörig durcheinander. Ist auch ein schönes Cover. Dann habe ich vor einiger Zeit etwas von Michel Bussi gelesen und was mir sehr gut gefallen hat. Und jetzt habe ich, jetzt habe ich noch ein Buch von ihm als Mängelexemplar gefunden. Das musste natürlich mit. Und zwar Die Frau mit dem roten Schal ist im Aufbau Taschenbuchverlag erschienen für 9,99 Euro. Und hier steht nur drauf, eine Frau stürzt von den Klippen. War es Mord? Aber das stelle ich mir auch schlimm vor. Jamal sieht zuerst nur den roten Schal, dann die verzweifelte junge Frau, die am Rand der Klippen steht. Er will sie retten, wirft ihr den Schal zu. Doch die Frau springt. Niemand glaubt ihm seine Geschichte, denn es sind bereits zwei Frauen zu Tode gekommen, nach exakt demselben Muster. Verzweifelt versucht Jamal zu beweisen, dass er nichts mit dem Tod der Frau zu tun hat. Aber alles spricht gegen ihn. Und schon bald weiß er selbst nicht mehr, was wahr ist und wem er noch vertrauen kann. Hört sich auch sehr gut an. Wie alles. Dann habe ich noch ein Buch von Nora Roberts erwischt und habe mit Erstaunen festgestellt, das wusste ich wirklich nicht, oder wo stand das, dass Nora Roberts schon 68 ist. Hätte ich gar nicht gedacht. Also, ich dachte immer, die wäre so um die 50. Auf jeden Fall, Der Ruf der Wellen ist Diana Verlag erschienen für 9,99 Euro. Und das spielt in der Karibik und geht um Meeresarchäologin Tate und den Taucher Matthew. Und ja, mehr muss ich bei Nora Roberts gar nicht wissen. Bloß leider sind ihre Bücher immer so dick. Über 500 Seiten. Und ja. So, jetzt kommen noch die beiden Hardcover, die ich nicht aus dem Geschäft habe, sondern auf dem Hinweg bei Thalia gefunden habe. Und da war ich wirklich erstaunt, weil die beiden Hardcover jeweils für 4,99 anstatt 19,99 Euro. Und das ist natürlich schon was anderes. Und manche mögen mich viel verrückt halten, aber ich habe eine abgegriffene Taschenbuchversion dieses Buches. Ich habe es schon gelesen, ich fand es gut und habe mir jetzt gedacht, dann gebe ich lieber das Taschenbuch weg und nehme diese tolle Hardcover-Ausgabe. Und zwar von Jennifer Donnelly, Straße der Schatten, ist im Pendo Verlag, wie gesagt, für 19,99 Euro erschienen und ich habe es jetzt für 4,99 Euro bekommen. Das Ganze spielt 1890 in New York und es geht um den Tod von Josephines Vater und sie macht sich ja auf die Suche nach der Wahrheit, was für eine Frau zu der Zeit natürlich nicht ganz so einfach ist. Hat mir gut gefallen und musste nochmal als Hardcover einziehen. Oh, ich habe schon Halsschmerzen vom vielen Reden. So, und dann das zweite Hardcover von Christina Olsen, Papierjunge. Ist im Limes oder Limes Verlag erschienen. Wie gesagt, auch eigentlich für 19,99 Euro. Und ich habe die neueste Reihe der Autorin Anfang des Jahres oder letztes Jahr gelesen bzw. gehört. Dieses Schwesterherz und Bruderlüge. Ich weiß jetzt gar nicht. Und das fand ich halt sehr gut und möchte halt noch mehr von der Autorin lesen. Und ist ja eine schwedische Thriller-Autorin. Und ja, hier geht es um, hier steht, in der Nacht erwacht er zum Leben, er wählt ein Kind und verschwindet mit seinem Opfer in der Dunkelheit, der Papierjunge. Eigentlich glaubt niemand an die jüdische Sagengestalt, bis an einem eiskalten Wintertag in Stockholm eine Erzieherin vor den Augen von Schülern und Eltern erschossen wird und wenig später zwei Kinder verschwinden.
Friederike Bergmann und Alex Recht stoßen bei ihren Ermittlungen auf die alte Legende und müssen sich bald fragen, ob der Papierjunge tatsächlich etwas mit den Vorfällen zu tun haben könnte. Ihre Untersuchungen führen Friederike nach Israel, wo sie mit einem grausamen Verbrechen aus der Vergangenheit konfrontiert wird. So, das dazu. Das waren meine Urlaubsausbeute, alles Mängelexemplare und ein Tauschticketbuch. Und jetzt bin ich platt. Jetzt brauche ich erstmal ein paar Minuten zum Lesen oder was auch immer. Ja, ich hoffe, euch haben die Neuzugänge gefallen. Sagt mir doch bitte mal, welches euch davon auch interessieren würde. Ich habe jetzt gesehen, ein paar der Bücher gibt es erstaunlicherweise auch bei Avell momentan günstig. Ich denke, dass das immer so das Gleiche ist, was als Mängelexemplare zur Verfügung gestellt wird. Und deswegen könnt ihr dann auch ruhig mal bei Avell schauen. Ich habe da jetzt schon ein paar der Bücher auch entdeckt. Und ja, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn diese blöde Pause mit dem chaotischen Wiederanfang war, wo ich mich ein bisschen lächerlich gemacht habe. Aber vielleicht hat Luna euch im Hintergrund ja unterhalten. Und ich würde sagen, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!